Ja, eben, ich kann immer noch Sparta kicken. Es reicht für so ein paar Gelehrte. Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge, du hast Schlimmeres überstanden. Hab ich? Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden. Okay. Du bist meine Hauptmission. Weltkarte nicht verfügbar. Was ist denn hier sonst noch so? Loot? Kein Loot. Ich kann nicht mal klettern. Oh. Da ist Loot. Ich habe viel zu viel zu tun. Verschwinde raus aus meiner Küche. Ich weiß nicht mal, wofür ich das Olivenöl brauche. Aber gut, dass ich einen Questgegenstand gefunden habe. Nice lag game. Nice lag. Was ist das hier für eine dunkle Ecke? Wir reden mal mit ihm. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen länger. Aber ich kann auch mit denen hier reden. Herr, wir sprachen gerade über Hermippos Fehler bei der Anklage von Aspasia. Du vielleicht. Ich habe mit offenen Augen geschlafen. Okay. Chere Cassandra. Die mächtige Söldnerin und Reisende hat endlich ihren großen Auftritt. Und nur ganz leicht verspätet. Herodotos. Athener machen keinen Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Sicher nicht. Herakles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien! Ausgerechnet Komödien, Euripides! Sieht eher nach einem Streit unter Liebenden aus. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Sokrates ist nicht so toll. Ich weiß nicht, ob groß der richtige Begriff ist. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Kriegerin, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. O Alkibiades, dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe.
What the fuck? Nimm dir bitte Alcibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält eine Söldnerin wie du von einem Fest wie diesem? Wollte ich gerade sagen. Es könnte lustig werden. Alcibiades trinkt wie ein Spartiat. Vielleicht kämpft er auch wie einer. Wenn ich dir einen Rat geben darf, bitte nicht streiten oder kämpfen. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Perikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was dein Bruder gesagt hat. Sehr gut. Er muss davon erfahren. Ich bleibe hier und höre mich um. Ich hoffe, sie wissen etwas über deine Mutter. Ich auch. Mehrere Quests angenommen. Okay, was ist hier los? Was geht hier ab? Was geht da vor sich? Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh, wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Okay. Die Feier kam mir ziemlich zahm vor, selbst für Athena-Verhältnisse. Bis jetzt. Sollen sich ihre großen Geister treffen? Ich treffe doch lieber andere Dinge. Ali, wir haben kein Öl mehr. Ali? Du weißt, dass sie dich lieben, wenn sie dir Spitznamen geben. In der Küche ist noch Olivenöl. Aber Aspasia hat etwas dagegen, wenn ich so völlig unbelastet durch ihr Symposion streife. Du meinst nackt? Es klingt so gut, wenn du das sagst. Fuck. Hier ist dein Öl. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Sure. Zeit für etwas Spaß. Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athena-Gewändern helfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? Es gibt noch eine Ziege? Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Ja, Witcher war definitiv besser, was die Szene angeht. Die Hetären.
Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth, doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Antusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Kriegerin. Okay. Antusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Hört man hier noch was? Das ist zu viel. Ja, komm und rede du mit diesem lästigen Luftabsonderer. Ich habe genug. Vielleicht später. Erkläre mir erst noch einmal deinen Standpunkt. Ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist gar... Ah, guck mal. Hier ist eine zweite Etage. Ja, hier ist nix. Oh, das ist eine Sackgasse. Ja, geil. Kann ich hier rüber klettern? Nein, ich kann nicht klettern. Oh, shit. Beschaffe Informationen von Sophokles. Wo ist der? Da drüben irgendwo. Moshi Mosh. Ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen. Spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Machen wir ihn betrunken. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiva als nach Athena. Beeindruckend, Fremde. Euripides stammt aus Argos. Na schön. Wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes, Mentor des Euripides, Verehrer des Asklepios, Vater des Theaters und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Die Sache mit Euripides lässt dich nicht los. Seid ihr wirklich nur Freunde? Ich bin nie nur irgendetwas Fremde. Doch ich gebe zu, Euripides und mich verbindet mehr als Brüderlichkeit. Warum er sich mit diesem Jüngling Aristophanes abgibt, das weiß nur er. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht und es ist erschreckend belustigend. Süßer Wein. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Wir brauchen süßen Wein. Hallo? Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Lieblicher Wein. Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich hab viel zu tun, ja? Mein Gott, unfreundlich. Hey, du. Möchtest du Wein? Ein neues Gesicht in Perikles Gefolge. Das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hält es davon? Das ist ziemlich nah.
Hast du mich gerade Es genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Cassandra. Du siehst aber gar nicht aus wie eine Cassandra. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh, bitte. Stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen... Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ein Trinkspiel. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Pff. Trinkspiel? Trinkspiel. Du und Aristophanes seht beide durstig aus. Spielen wir ein Spiel. Eine Art Trinkspiel? Ah, wunderbare Idee. Euripides ist schweigsam, doch er lehnt keine Herausforderung ab. Nun, wenn du uns etwas Wein bringst, wäre ich nicht abgeneigt, diesem Jungspund zu zeigen, wie ein Argiver trinkt. Trink aus. Bezirzen wir Dionysos. Na komm. Das schmeckt nach Jauche. Anfänger, zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Der wird ja richtig warm hier. Bereit für mehr? Uah, diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Kommt sofort. Soll ich nachschenken? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Dann ging sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Das klingt noch ziemlich nüchtern. Ich trinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ja, vielleicht. Hippokrates in Argos. Ich komme. So. Noch eine Quest? Ah, sorry, stimmt. Ich muss noch zu ihm zurückkehren. Hi. Und Euripides? Ist der schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. So, was habe ich jetzt noch für Quests offen hier? Sortieren nach Entfernung. Höhenziele. Oh, shit. Seht ihr das? Da steht, sprich mit Sokrates. Oh damn. Let's go.
Ah, da ist ja die, der Drachmen mehr wert sind als der noble Weg, der zur Erkenntnis führt. Nun, wie gesagt, Erkenntnis macht nicht satt. Doch der Geist muss auch gefüllt werden. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Ihr streitet die ganze Nacht über ein Thema und keiner hat ein blaues Auge? Das ist echt interessant. Wir diskutieren die Natur von Herrschern. Wo ginge das besser als hier? Ich stelle dir dieselbe Frage wie Thrasymachos. Stimmst du mir zu, dass das Regieren eine Kunstform ist? Es ist eine Kunst, wie jede würdevolle Tätigkeit. Das steht nicht zur Debatte. Dennoch, Medizin dient der Genesung des Patienten und nicht der des Arztes. Das Handwerk verbessert das Gebäude, nicht den Erbauer. Also sollte die Kunst des Herrschens nicht dem Beherrschten zugutekommen, statt dem Herrschenden? Das ist doch absurd. Das ist Zeitverschwendung. Diese Diskussion ist vollkommen sinnlos. Vielleicht. Wie definierst du Kunst? Ich lass mich da nicht reinziehen. Also gut, sag mir eins. Verleiht ein Künstler seinem Stoff nicht Form und Symmetrie? Nun, ja. Recht und Gesetz tun dasselbe mit dem Volk, oder nicht? Und gibt es eine bessere Art, die Geschichte eines Volkes zu erzählen, als seine Bräuche und Gesetze zu nennen? Falls ja, muss Herrschen und Rechtsprechung eine Kunstform sein, wie Thrasymachos sagt. Wenn du es sagst. Was passiert? Urteile nicht zu hart über Sokrates. Er ist ein brillanter Kopf, selbst wenn er ein wenig anstrengend ist. Er ist doch nicht immer so, oder? Ah, Phoebe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe, sich unbemerkt wegzuschleichen, ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Cassandra kann helfen. Jeder gehorcht, wenn sie etwas sagt. Das wäre gut. Lauf schon vor. Cassandra wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Ich tat, was ich tun musste. Und ich würde es wieder tun. Ich entschuldige mich nicht. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Es führte dich hierher. Genau wie mich. Die Kleidung. Sie passt dir gut, hoffe ich. Ich würde mich bedeutend wohler darin fühlen, wenn ich meine Waffen hätte. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rübersieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Diskret. Ich suche nach einer Frau, die vor Jahren mit ihrem Kind aus Sparta floh. Kannst du mir weiterhelfen? Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib? Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alcibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Anthusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte, einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Hab Dank, Aspasia. Komm danach zurück zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst.
Nun tu du mir einen Gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Okay. Zeit, in die obere Etage zu gehen. Ach ja, das hier ist ja der scheiß Darkroom. Die ist doch böse. I don't know. Ich würde ja sagen, hey, wir machen es an der Synchronsprecherin aus, aber alle Synchronsprecher in diesem Spiel sind vollkommen fehl am Platz. Was sehr merkwürdig ist, aber hey. Wo ist die dämliche... Hier ist es. Ach, jetzt darf ich dahin, ja? Cool. Moshi Mosh. Cassandra! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Nein. Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Nein. Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Okay. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Du solltest die Drohung ernst nehmen, Dude. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf sie hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihm, wenn er sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Warum habe ich das Gefühl, sobald ich runtergehe, passiert irgendwas und wir fighten endlich wieder? Als ob diese Feier friedlich zu Ende geht. No way. Du siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du, du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun?
Korinth ist relativ nah. Ich würde gern mit einer Frau in Korinth sprechen. Alcibiades hat mir von diesem Ort erzählt. Offenbar wird dort nicht lange gefackelt. Er sagt viel, wenn der Tag lang ist. Das stimmt wohl.